So muss ein Rasierer klingen, oder? Der ist wütend, der will euren Bart, der will alles davon. Aber ihr dürft ihm nicht alles geben, denn ihr könnt ihn nämlich einstellen mit bis zu 20 Stufen. Das ist der neue Manscaped Beard Hatcher. Völlig neue Technologie. Statt Sack nimmt man jetzt das Kinn. Ist ja auch anatomisch durchaus vergleichbar. Also man braucht ja wirklich Rasurexpertise und die hat Manscaped, ja, sogar in den schwierigsten Bereichen. Mit der Expertise der Schrittrasur nochmal an das Kinn ranwagen. Und dann könnt ihr immer sagen, ach, der wächst einfach so. Da müsst ihr nicht sagen, dass ihr Manscaped benutzt. Das muss ja keiner erfahren. Außer Leuten, die halt auch gut gestylt durch den Tag gehen wollen. Ich bin jetzt noch nicht rasiert. Ich werde das jetzt machen. Aber das kann ich nur einmal alles vorher aufnehmen. Deswegen ist das jetzt hier meine Einführung zu dieser wunderschönen, bald neuen Rasur. Sag mal, habe ich den richtig rum? Das Kinn ist ja dann immer so eine Prüfung. Der gräbt sich da gut rein. Der hat Power. Die Klinge ist übrigens aus Titan. Titan? Okay. Hammer, oder? Sieht schon gut aus. Herausragend, würde ich sagen. Das sieht gut aus. Beard Hatcher. Nur echt. Wenn ihr einen Bart habt. MON 2.0 ist der Rabattcode und damit bekommt ihr natürlich vergünstigte Produkte. Danke, Manscaped. Und überlegt doch nochmal wegen Monscaped. Ich finde, es klingt nochmal einen Ticken besser. Müsst ihr wissen, ne? Aber wenn, ich bin da. Bis dann. Und jetzt viel Spaß mit dem restlichen Video, ne? Gut gepflegt, hoffentlich. Bis dann. Scheinbar geht's. So, okay, ausgeglichen. Das will ich haben. Alles gut, ich bin nicht sauer. Alles gut. So, wir gucken uns jetzt mal den Anfang an. Das sieht schon wieder aus wie Karl Cthulhu. Schwippschwager vom Haupt-Cthulhu. Nicht der beliebteste, wird selten auf Familienfeiern eingeladen. Er ist halt Teil der Familie. Muss ich an Star Trek 4, glaube ich, denken. Auf jeden Fall diese Khan-Geschichte. Hier ist es noch ekliger als ins Ohr. Geil! Wie kann man mit solchen Fingernägeln seinen Arsch putzen? Vorsichtig. Who are you? Ja, ich will auf jeden Fall alles wissen. Ich habe zu wenig Ahnung. Okay, randomisieren machen wir erstmal ein bisschen. Okay, Größe kann man machen. Dann gibt es Reptilienhaut. Ich muss sagen, das gefällt mir schon ganz gut. Er ist wunderschön, oder? In seiner Ork-Welt ist er wahrscheinlich einfach Prinz Charming. Was kann ich denn beim Körperbau noch machen? Ach so, Mann, Frau oder beziehungsweise blau, grün oder sagen wir einfach 1, 2. So, nee, da will ich jetzt, das finde ich schon gut. Jetzt möchte ich nur noch
Ja, den mag ich, den Git Yankee. Aber ein Halborg wäre natürlich nicht schlecht, ne? Aber ne, ich muss sagen, ich finde Git Yankee irgendwie ganz gut. Die sieht gut aus. Aussehen zufällig. Oh, nö, ey. Ernsthaft? Ich krieg schon wieder jemanden mit lila Haaren? Ihr verarscht mich doch mit dem Random. Das machen die doch absichtlich. Weil die genau wissen, dass sich jeder darüber abfacken wird. Das ist wieder so ein Ragebait. Mach ich nicht mit. So. Ist euch aufgefallen, dass wenn man bald es geht, nur noch woke Charaktere machen kann? Nur noch Regenbogenfarben? Dislike. Null Sterne. Wie geil ist das? Wenn etwas, das sich in der Luft bewegt, trotzdem so ein brummendes Geräusch macht, dann muss es fucking groß sein. Er ist offensichtlich kein Christ. Da war der Schrei wieder, ne? Alter, berühren reicht. Schon die Kiezklatscher da bekommen. Alter! Autopilot. Ach nee, doch nicht. Alter, das ist ja geil. Diese Art der Technik, so dieses Biologische, ist ja super geil. Was ist denn da jetzt passiert? Soll das die 3 sein? Soll das die 3 sein? Ich glaube schon. Es gibt einen neuen Teil! Fledermausland. Okay. Der Lurch war halt wütend auf den Tintenfisch. So fangen Religionen an. Aber ja, verstanden habe ich es noch nicht. Aber ganz im Ernst, das ist mir bei so einer Bildgewalt dann auch egal.
Aber das Spiel an sich hat natürlich eine andere Optik, wie wir sehen. Aber trotzdem, ich mag es sehr, wenn erstmal die Stimmung und das Worldbuilding und die Atmo gesetzt wird. Und dann sieht man hier den Pink Ork. Pork. So sollte ich heißen. Pork. Sie nennen mich Pork. Ich bin ein Pink Ork. My head. This is the pool that thing came from. The parasite now writhing behind your eye. Ah, hat das mich... Habe ich den Parasiten? Genau, okay. Ich bin nicht durch den Parasiten zu diesem Wesen geworden. Fertigkeitswürfel. Oh Mann, hier nehmen sie es auch echt ernst, ne? Finde ich gut. Siehst du da, Hauke? So kann es nämlich auch gehen. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Ich finde es super, dass die Erzählerstimme das dann erklärt. Ich mag das sehr bisher. Nicht anfassen. Okay. Okay, hier hätte ich jetzt auch von Echtzeit quasi wechseln können. Oder habe ich das gerade? Okay, so könnte ich also auch immer die Züge beenden, ne? Ich verstehe. Und dann Zug für Zug sich so durchkämpfen. Das ist ganz geil, wenn man, glaube ich, Kämpfer hat. Aber das will ich hier jetzt nicht. Hier will ich Echtzeit. Und der Gedankenschinder ist doch dieses Vieh, oder? Was da wir da gerade hatten. Der Schinder. Aber was macht der Gedankenschinder? Ist das sowas wie Cthulhu? Ich will wieder zurück! Das ist wie mein Hund, wenn ich mit ihm im Regen rausgehe und dann will er, sieht er, dass es regnet und bleibt direkt vor der Tür stehen und will wieder hoch. Ah, die Proktologen unter euch kennen sich damit aus. Jawohl, genau. Oh, das sieht aber nicht gut aus, da links unten. Polypen vielleicht? Ach nee, Brände, das ist es. Sie brennen einfach nur. Also ich muss es echt mal loben. Vor allen Dingen wie die Kamera hier. Seht ihr das? Wie geil ich die Kamera manipulieren kann. Das habe ich ja noch nie erlebt in so einer Art von Spiel. In Diablo geht das nicht. Das ist ja fantastisch. Das ist wirklich richtig gut. Und wir sind sogar auf dem Schinder, natürlich. Wie geil. Aber die Haare habe ich mir selbst ausgesucht. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Ihr seid füreinander bestimmt. What is this? Gute Augen. Wer seid ihr? Wir müssen herausfinden, wo wir sind. Priority, Schmiority. Oh, die Haare sind schön. Also wirklich begeistert von der Grafik. Das habe ich echt nicht erwartet, dass das so drehschwenkbar ist, immer gut aussieht, so geile Charaktere auch sind. Präsentation ist 1A. So, hier wird jetzt natürlich in Runden gekämpft. Okay, aber der nächste, wie will ich den nächsten? Achso, mein Zug. Okay, okay, hier oben, ne? Time to push my luck again. Light on my feet. Kann er auch hauen? Time to strike.
Au! Oh. Scheiße. Okay, ich muss kurz gucken, wie ich die Charaktere austausche, weil das... Ah, Leertaste. Geviertelt. Ey, und genau deswegen spiele ich Baldur's Gate, auch wenn ich die Vorgänger nicht gespielt habe und solche Genres eigentlich nicht spiele. Einfach nur, weil man dann echt immer wieder auch überrascht wird, ne? Wie weit sich so eine Reihe mittlerweile entwickelt hat oder zumindest wofür die Reihe überhaupt steht. Sowas hier ist doch spektakulär, das siehst du doch sonst kaum irgendwo. Wo sonst kämpfst du dich in Echtzeit durch den Arschmuskel eines Cthulhu-artigen... Proktologen, Oktologen. Ich hab was gedrückt. Deinen Humpen nehme ich mit. Ich drück nochmal. Nehme ich mit? Man weiß nie, wofür es gut ist. Hier wird gebumst, ich sag's euch doch. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Du bist doch auch ein Freund, fremd. Nicht aufreben, aufreißen. Ich mag, wie er redet. Also, ich stelle mir das so vor, dass er auch ein bisschen debil ist, aber zu den Haaren steht er. Und er steht zu seinen Freunden. Weil sich diese Rassen nicht mögen, oder? Nehme ich an. Wenn ich jetzt eine andere Rasse genommen hätte, wie zum Beispiel einen Ork, dann wären die wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders in dem Verhalten oder ein Mensch sogar. Also interessant. More that Gith have a problem with everyone else. But there's more important matters right now. Survival. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Shadowheart. One moment. Laut Chat soll es 17.000 Enden geben. Ja, ich sehe es schon, ey. Das eine Ende hat er blaue Haare, das andere Ende hat er rote Haare mit grünen Strähnen, das andere hat er lila Haare und hat vielleicht da so ein bisschen weiß drin. Bei dem anderen hat er ganz viele Schuppen, beim vierten hat er gar nichts gemacht. It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. She's right. Lead on. Warum wird nicht mit Edo Nils gespielt?
Keine Ahnung. Ich weiß, dass wir heute zu unterschiedlichen Zeiten diese Keys bekommen haben, aber ist nicht bei Rocket Beans ist doch gerade so ein Abend, ne? So ein Baldur's Gate-Abend. Da war zuletzt nicht klar, ob ich überhaupt es schaffe, zeitlich dabei zu sein, weil ich ja den Kram noch runtergeladen habe. Insofern glaube ich, dass daran vergangen ist irgendwie. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Kane Yank. Kane Yank! Typical Kane Yank. So, ich wette, da geht's jetzt los. Das ist ganz cool irgendwie. Wir werden aber nicht. Ich dachte, wir wollen nicht entkommen. Ich dachte, wir wollen die umbringen. Ein schwaches Höhlenschwein. Quasi ein Fantasy-Cop. Ich bin noch im Payday 3 Modus, wo alle Cops Bastarde sind. In echt mag ich Polizei. Teufelei mag ich nicht. Und da bin ich hier, glaube ich, mit den richtigen Feinden am Kämpfen. Ich werde bei Runden Strategiespielen immer so müde. Ich brauche Action drumherum. Freue mich schon auf Armored Core 4. Das wird Hammer, aber das ist natürlich auch klasse. Armored Core 6 meinst du? Du hast 4 geschrieben. Aber 6 wird auch richtig nice. Ich freue mich auch wirklich sehr drauf, weil das ist so eine alte Reihe, die ich von Giga kenne, die jetzt nochmal neu entdeckt wird. Und die Leute erwarten wahrscheinlich fälschlicherweise irgendwas Souls-artiges. Aber das wird es nicht geben. Und das finde ich auch cool, dass sie mal was anderes machen. Statt dasselbe nur mit Max oder so. Finde ich cool. Ich bin sehr gespannt. Armored Core hat mir echt gut gefallen. Ist einfach ein schönes Action-Spiel. Alles auf den Kommandanten. Ja, mehr haben wir nicht. Musik ist auch schön, ne? Ja! Jetzt ist mir so egal, diese zwei Dinger da. Wir machen den Kommandanten klar. Die haben nicht mal genug Ressourcen, um zweites Mal nachzuschlagen. Keiner von beiden, oder? Sie? Nee, auch nicht. Schon ganz schön traurig. Da geht doch noch viel mehr. Ah, jetzt wird's eng. Aber ich glaube, wir kriegen hier noch alle. Das meinen die schon sehr literally, ne? Mit ihrem Teufels-Setup. Ich meine, die sind in dem Typen drin, in diesem Vieh. Welchen Job haben die in der Position des Tieres? Ich weiß, die sind wahrscheinlich die Passanten, die da irgendwie leben, aber ich meine, für das Tier, das denkst du auch, was machen die hier? Oder ist das einfach immer egal? Ey!
Kannst du jetzt mal bitte nicht ausweichen? Nächster Schlag sitzt oh nur 3. Okay, ich muss als nächstes probiere ich mal die anderen Moves da unten. Wie, du musst weiter? Ich dachte, ich muss den töten, den Octodad. Ach nee, Moment, die Teufel sind die Invasoren, dem Octodad gehört das Schiff. Ja klar, aber das ist doch ein Teufel, ne? Den müssen wir killen. So, da haben wir ihn. Sterbend. Rechts steht die Aufgabe. Erreiche den Koppler, ehe der Nautiloide abstürzt. Oh, okay. Ja, dann ist das wirklich keine gute Idee. Was kannst du denn hier noch? Hast du noch irgendwas Krasses? Okay, die sind echt stark, ne? Das ist fast egal, mit denen hier zu kämpfen. Ich muss abhauen. Okay, das zum Beispiel ist halt so, ne, ich kenne die Reihe jetzt nicht so gut, dass das jetzt in dem Fall so läuft, hätte ich gar nicht gedacht, aber gut zu wissen. Ja, okay, Gelegenheitsangriffe, ne, von den Leuten jetzt. Ja, ich hätte mit denen einfach, oh, das ging jetzt aber echt schnell. So, gucken wir einmal, jetzt versuchen wir halt zu rennen. Aber ich finde, ich habe einen gekillt, das ist doch schon mal ganz gut. Einer muss hin, okay. Jetzt wissen wir es ja. So, wo ist denn die Konsole? Hier oben oder was? Ach ja, okay, da wahrscheinlich hin, ne? Okay. Hier oben seht ihr ja immer die Reihenfolge der Aktionen, die nacheinander abgehakt werden. Also kann sein, dass einer von uns kommt und dann kommen zwei Feinde und dann kommt irgendwie wieder einer von uns. Also das muss man so ein bisschen mit einbeziehen. Aber man sieht es ja auch immer oben. Ja. Jeder darf mal. Naja, wahrscheinlich wäre hier besser gewesen, erst alle killen und dann nach vorne laufen, ja. Das ist keine gute Idee. Jetzt habe ich nur noch einen übrig. Könnte auch zu knapp sein. Die sterben, bevor sie da ankommen. Ich muss vielleicht zwischendurch mich einfach heilen, ne? Ist hier noch was zum Heilen? Okay, sehr gut. Sehr gut.
Ja, ja, ihr habt natürlich recht, das kann man überhaupt nicht mit Diablo vergleichen, aber das habe ich jetzt ja auch nur am Anfang wegen der Grafik gemacht. Hier ist es halt ein klassisches Rollenspiel, kann man wahrscheinlich mit Neverwinter Nights am ehesten vergleichen, oder? Oder auch mit Spielen wie, Disco Elysium, wo man ja sehr viele Möglichkeiten hat, vielleicht. Höllenschwein, ich sage nein. Au, haua, haua, ha. Kannst du auch mal eine Minute laufen? Ich bin gekoppelt. Endlich. Wo befinden sich denn die Baldur's Gate Drops? Wo finde ich die denn? Ihr könnt mir das gerne mal sagen. Keine Ahnung, wo die sind. Ah, man braucht einen Larian-Account. Ich verstehe. Ich mach das mal, während ihr euch das anguckt. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through, but it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Kann man sich fast so ein God of War Third Person Adventure draus basteln. Eine kurze... Nee, gelb ist in dem Fall auf der Karte scheinbar nicht so wichtig. Fresh water.
Wo ist denn meine Energie? Weil ich habe doch sicher einiges verloren, oder? An Energie. Ich finde sie gerade nicht, weil ich meine, es war ja ein harter Kampf, ne? Oh, ein Brief. Ein parfümierter Brief. Sieh, ich liebe dich. Da, ich hab's gesagt. Und wenn du mich morgen triffst, werde ich es wieder sagen. Und wieder, bis wir alt sind und bis wir grau sind. Wir sollten es wagen. Lass uns nach Baldur's Tor gehen. Ich weiß, es ist riskant, aber hier zu bleiben ist es auch. Die letzten Monate waren hart, aber alles ist etwas einfacher, wenn du bei mir bist. Verlass dein Dorf, dein Boot und triff mich am Hügel bei der alten Brücke. Bring mit, was du tragen kannst. Wir schaffen es ohne den Rest. Verspäte dich nicht. In Liebe, deine Anna. Ich nehm's mal mit. Vielleicht sollte ich da oben nicht mehr hingehen. Aber hier ist der Anfang, hier geht's weiter vielleicht, aber hier auf jeden Fall auch. Ah, ich glaube, es geht schon darum, ne? Was ist ein Tagebuch? Entkomme den Autolithen, ne, finde ein Heilmittel. Schade, Mann. Warum kann die Aufgabe nicht sein? Finde ein Geilmittel. Ah, da kann ich einmal was. Ja, irgendwie traue ich mich gar nicht, jetzt mit denen hier weiterzumachen. Messerchen! Ist das nicht gut? Ah, ich habe eine Axt, ne? Ein echtes Rambo. Ein echtes Rambo-Messer! Ich brauche mal neue Buttons. Oh, ich muss niesen. Oh. Ich nehme jetzt erstmal alles weg. Deswegen, man soll mit den Gehirnen gar nicht kämpfen. Jetzt ganz schwierig. In der heutigen Zeit wüsste ich nicht, was ich hier am besten machen sollte, weil alles kann einem negativ ausgelegt werden. Vor allen Dingen, was meinen Sie mit dem Artefakt? Nach dem Artefakt greifen. Was meinst du damit? Nach dem Artefakt greifen. Aber ich mach's trotzdem mal. Ich will es haben. What are you doing? Well, that's honest of you. Don't do it again. I'll give you a pass this time, considering I owe you my life. And speaking of, how are we alive? I remember the ship. I remember falling. Then nothing. You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Na, aber wir sind für dich zurückgekommen, also können wir für sie jetzt auch irgendwie zurückkommen. Sei mal nicht so zickig. Lass mal deine Schlangenzunge im Mund. Can't think of better company. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Also
Allein sowas ist doch schön, dass man irgendwie die Welt so im Griff hat wie hier. Na, nix drin. Ich glaube, das hier wäre auch sehr gut in VR zu spielen. Oh, Fallenentschärfer, Werkzeug und den Hammer. Brauche ich nicht sowas, um hier diese Tür aufzukriegen? Vielleicht muss ich gar nicht zu den Gehirnen laufen. Das hier ist auf jeden Fall das Spiel für Nils, der ultimative Tod von Nils sozialen, ohnehin schon strapazierten Fähigkeiten, weil hier kannst du so viel machen, so viel looten, dass er eigentlich nie wieder was anderes spielen muss. War klar, ne? Ich hab's versucht. Nee. Something the matter. Kannst du nicht mal die Tür aufmachen? Aber erzähl mal ein bisschen von dem Artefakt hier. There's no story. None that you're entitled to hear anyway. Just forget you ever saw it. Nee, ich habe aber schon sehr große Ohren, wie du gesehen hast. Muss ich mit ihr reden, damit sie sich wohlfühlt? Ich mach mal gerade ein bisschen, ich diskutiere mal alles mit ihr durch. We haven't gone all that far yet. Ich mach das nicht, weil es mich nicht interessiert, aber ich mach das jetzt nur, weil ich will, dass sie mich mag. Das ist ja auch ein guter Tipp, ne? Wenn euch jemand, wenn ihr wollt, dass jemand euch mag, zuhören, aber nur so tun. Must we? Easy is often sweet of you. Thank you. Aber die will auch nicht, ne? I'm sure we'll get along perfectly well. Okay, aber wir haben ein bisschen connected, wir haben gebondet. So, jetzt kämpfen wir. Something the matter. Nein, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Da rast das Gehirn aber, ne? Da hat es Dextroenergien bekommen. Oder ein bisschen Magnesium. Ja, Pech gehabt. Direkt voll. Das war kein smarter Move von dir. Du bist nicht das Brain dieser Organisation, offensichtlich. Seht ihr, und schon ist es ein bisschen leichter, weil wir eine geteilte Initiative haben. Bist du ja gerade verbrannt? Einfach so verbrannt. Ey, du verbrennst schon wieder. Schattenherz, sei doch mal nicht so doof. Schattenherz! Schattenherz! Jetzt mach doch mal nicht, bist du bescheuert oder was? Mach mal was. Something the matter. Ja, du brennst die ganze Zeit. Getrennte Wege. If you're sure. As you like. Okay, wir sehen uns später.
I'll take that. Very well. Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Kein Problem. Zurücktreten. Can you see it? Was? Just a dumb boar. You're relieved. Until you see the flash of a dagger. Oh, die Sau. Noch ein Schritt, ich werde dieses Messer fressen. Try, but first you'll tell me what you know. I saw you on a ship. You're in league with them, aren't you? Those tentacles. Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark. Jetzt vertauschen sich wieder die Perspektiven. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? I'm not an idiot. It has to be those tentacled monsters. Something they did. They took you too. I saw it during whatever just happened. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Indeed we are. Please, allow me to introduce myself. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Wie war der Arstarion? Wie war der Name? Astarion? Astaria? Is that so? We clearly move in different circles. So, do you know anything about these worms? Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Ja, zusammen. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right, I accept. Lead on. Ich find's so lustig, dass ich die Kollegin hier jetzt irgendwo liegen gelassen habe im Feuer, weil sie halt einfach sich dumm platziert hat. Und jetzt nehme ich aber direkt den nächstbesten Dödel. Der ist jetzt mein neuer Freund. Okay, was kann ich machen? Ich kann irgendwas aufleveln, ne? Nahkampfset, hier, Astarion. Ah, okay, so kann ich auch hin und her wechseln. Gute Sache. Level 2, nehme ich an. Aber du doch auch. Hello. Stufenaufstieg. Wie mache ich den Stufenaufstieg What bei dir? Now? Sie mögen mich, weil ich ein Schurke bin. Aber ich mag ihn besser. Ich hab ihn lieber. Monster ist der richtige Mann. Mal ein Mann der Tat. Energie, Heiltrank. Nimm es, ja. There. A mind flayer. And it's hurt.
I'd rather it be hurt than me. Do be careful. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Ach, das ist so ein bisschen wie die Aliens, die über Emotionen kommunizieren. Ne, so ein bisschen hier. Die wär, ja, aber Compassion, dem Gefühl nachgeben. Warum sollte ich denn jetzt hier Mitleid haben? Ich gebe mal dem Gefühl nach. The poor creature is on the brink of death, but there's still time. You'd give your life to save it. Nein! To nurse it back to health. Ich wollte mal kurz gedankenmäßig reinlunsen. The creature's mind seems to focus elsewhere. Hm. Your mind's fuse, lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance, a vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive, and with your very body you can provide. Alter, wie geil, ich kann der Original, also ich kann jetzt bis zum Ende quasi meinen Charakter killen. Nee, aber ich kämpfe natürlich. Der Gedankenschinder ist the monster lies exhausted, besiegt. Defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Die, es wird einem langsamen Tod überlassen. Ja, wäre ich beinahe, hätte ich das Spiel beendet. Speedrun! Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Alles berühren. Immer erstmal anfassen. Die Faust aus dem Nichts sollte man eigentlich ignorieren. Die Hand schlagen. Na gut, komm, wir ziehen sie. Wir brauchen mehr Leute hier. Gerade so noch geschafft. That's it. Go on. Keep pulling. Zum Glück bin ich so ein starker Barbar. Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better in this. Darin die Zeit vorbeikommender Abenteurer nicht zu verschwenden, das will ich doch hoffen. Okay, komm, bin ich mal so. Apologies. I didn't exactly memorize my cephalopodian banishment spells last night. Wasn't the best prepared for an attack by squid. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking, you were on the Norse Lloyd as well. Das stimmt. I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Ja, das ist ganz eine gute Lüge. Ich habe das Schiff, übernommen, es ist ja gelandet und den Tag gerettet. That vast burning wreckage behind you somewhat contradicts your story, but das war danach, das war später. Still,
Swashbuckling heroics aside, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region, were you not? No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite? Are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? Ich kann euch eine Mütze stricken, doch da endet meine Beherrschung der Stricknadel auch schon. Meine Hände taugen zu gröberen Aufgaben besser. Ich kann euch ein schnelles Ende anbieten, aber heilen kann ich euch nicht. Diese Hände können nur Schmerzen zufügen. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Most excellent. A parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Und da haben wir wieder einen Aufstieg für uns. Die kleinen Lemonski-Aufsteiger. Geil, das war auch Magier. Ja, irgendwie logisch, ne? Wegen dem Dr. Strange-Loch. Entscheidung ausstehend, okay. Hier. Wähle die bekannten Zauber. Okay. Brennende Hände. Person bezaubern. Chromatische Kugel. Okay, alles Schaden natürlich. Blende. Rascher Rückzug. Falsches Leben. Schild. Könnte man sich mal überlegen. Nekromantie. Zauber. Sowas mag ich eigentlich. Was halt auch ein bisschen später noch wirkt. Schneller springen, Eishund. Ja, warum kein Hund? Versetze eine Kreatur vor Lachen in den Zustand liegend. Nee, dann nehmen wir lieber mal hier noch ein bisschen... Na, aber ich hätte auch gern einfach irgendwas... Ja, machen wir mal einfach einen normalen Flammi. Flammi und Hund. Forthwith. Natürlich gehen wir hier auch mal rein. Kriegen wir direkt Punkte für und neue Leute. You're both twice as tall as me, but I'm half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we... Stop! Got ourselves competition already. That's our ship. Überzeugen, täuschen, einschüchtern. Ich bin hart und stark, also würde ich einschüchtern. Scheiße. You're all hot air. Think you can get us to leave that bounty to you? Not a chance. What are you not waiting for? Get him! Alter, wir sind drei und du bist anderthalb. Was denkst du denn, wie das jetzt hier ausgeht? Vorbereiten. Ja, machen wir das. Und als nächstes haben wir dann Hiebschaden.
Du machst. Nee, geh du mal hier hin. Und du machst so einen Fernangriff. Den haben wir ja gerade erst gelernt. Voll die Breitseite. Oh, da ist noch jemand. Das fand ich gut. Auch noch beide erwischt. Ich wusste nicht mal, dass da noch jemand ist. Oh, jetzt werde ich hier gerade vernichtet, ne? Ah, die sind schon stark. Was haben wir denn? Kann ich die wiederbeleben? Er ist aber nicht tot. Die sind nur betäubt. Heilt und entfernt den Zustand brennend. Das hilft mir jetzt auch nicht. Hinterhältiger Angriff. Fernkampf. Nahkampf. Feuerpfeil. Hauptangriff. Ah. Ich hab nicht mal getroffen, ne? Ne, ich glaube, das war's. Das war ein dummer Hinterhalt. Ja, das haben wir echt dumm gemacht. Muss ich mit denen eventuell besser reden? Hab das Gefühl, dass ich das Gespräch auch nicht gut geführt habe. Das haben die gut gemacht. Ich habe mich gut erledigt. Oh, jetzt ist einer da. Na gut, okay. Komm, wir versuchen es trotzdem nochmal. Was haben wir denn hier? Rücksichtsloser Angriff, Kampfrausch. Was? Konnt doch keine Ahnung, dass ihr eine andere Party seid. Ich dachte, ihr seid irgendwie nervige kleine Drecksvasallen. Kann ich ja eh nicht schaffen jetzt. Egal, mach ich nochmal neu. Ja, das war ein bisschen zu optimistisch, muss ich sagen. Schade. On my way. Was? Ernsthaft? Ab hier? Oh, ficken, ey. Das ist doch lame. Lame as fuck. Kann ich hier nicht speichern? Oh, komm, ernsthaft? Du hast kein Autoplay? Autosave? Oh, bitte, ich hoffe, dass dir irgendeiner dafür in den Arsch tritt. Das gibt's doch nicht. Die ganze Scheiße nochmal, ey. Sowas macht mich super nervig. Sowas finde ich richtig scheiße. Habe ich direkt keinen Bock mehr. Aber dafür kann ich sie jetzt immerhin behalten und muss sie nicht, mich nicht von ihr trennen, weil sie im Feuer verbrennt. You're alive. You might want to. We might have escaped. We need each other. Okay, so, machen wir nochmal. Ja, ihr meintet ja, das geht nicht auf, dann lasse ich es auch. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, zum hundertsten Mal die Leichen zu durchsuchen. More of those wretched things.
Jetzt ist die schon wieder. Das zweite Mal, ne, dass die in diesem Kampf umgefallen ist. Aber jetzt immerhin nicht im Feuer gelandet. Okay, hast du denn noch irgendwas dabei zum Heilen? Ja, mach mal. Okay, gut. Die Sau, ne? Der will einen, egal wie man es macht, er will einen immer bescheißen. Kritischer Erfolg, du Pimpf. Ich habe jetzt ein Messer? Ein echtes Rambo-Messer. Das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. I was ready to... My name is that so? Although... Well, yes, of course. Es gibt keine deutsche Sprachausgabe. Die ist zu teuer. Wenn man das jetzt für jede... jedes europäische Land nur allein schon macht, wird es zu teuer. Also ich meine, ich fände es auch toll, aber das wird nur bei sehr, sehr teuren Spielen auch gemacht. Final Fantasy zum Beispiel, aber da hat das ja auch dann den Grund, dass man auch 10-mal so viel verkaufen will. Hier ist es halt immer so ein Preis-Leistung-Kosten-Nutzen-Ding. Die meisten, die solche Spiele spielen, die können auch damit leben, wenn es eben englisch synchronisiert ist. Man kann froh sein, dass überhaupt Synchro dabei ist, wenn man doch mal ehrlich ist, oder? Das ist eigentlich das, was für mich immer Spreu vom Weizen trennt, ob es eben... Keep it quiet. Kann ich das jetzt jagen und töten? Ja. Du hast doch... Achso. The boar grunts and eyes you warily with its beady eyes. The boar shuffles its trotters, unsure. Then it dashes away into the wilderness. Ach, die Sau, ne? Jetzt tue ich dir nix. Die ist lieb. Eine gute Sau. Hm, ob hier irgendwas ist, was ich... Nee, ne? Sieht nicht so aus. Irgendwas, was man noch... holen sollte. Hierhin. You are unable to approach the sigil on the stone. A hand? Anyone? A bit sad, but I know you. Don't worry. How about you? Back on the ship, you too. Most, no doubt. But I've. We're most certainly going to need a. Okay, so jetzt sind wir doch genug Leute. Haben wir alles richtig gemacht. Jetzt wird direkt auch mal gespeichert. Irgendwie haben die es Autoplay, Autosave-mäßig nicht gemacht. Obwohl sie ja, muss ich sagen, bisher sehr, sehr gute Autosaves hatten. Deswegen habe ich mich da ja auch drauf verlassen. Jetzt weiß ich natürlich, ist es anders. Jetzt würde ich es nicht nochmal machen, aber ja, ich dachte halt einfach, kein Problem.
So, welche Magier-Komponente wollen wir nehmen? Haben wir ja eben auch schon einmal gemacht. Da Entscheidung ausstehend, genau. Den Hund haben wir gar nicht benutzt. Müssen wir mehr benutzen. Und magisches Geschoss nehmen wir jetzt mal. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wo wir eigentlich hin wollten. Ah, okay. With haste. Nee, falsche Richtung. Doch. Da lang. Ja, vielleicht sollte man die Kirche auch einfach meiden, oder? Waren da nicht die Leute? Genau, vielleicht sollte ich mich mit denen gar nicht abgeben. Die sind schon stark. Vielleicht gehe ich an denen einfach vorbei. Ich bin sehr gespannt. Wir werden das natürlich auch nochmal Koop spielen. Nils, Ede und ich haben da schon drüber gesprochen. Also da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Das wird ja sicher noch häufiger passieren. Oh shit. Hat denn keiner von euch... Du vielleicht? Du bist doch Barbar. Kannst du es nicht aufmachen? Nee, okay, dann Schloss knacken. Aber warum macht das eigentlich der Barbar? Hätte ich eigentlich jemand anderen machen lassen sollen? Okay, nehme ich mal den Gale, ne? Vielleicht ist der da ein bisschen besser. Nee, auch 20. Liebeswerkzeug. Warum hilft das denn nicht? Ach so, okay. Fingerfertigkeit. Das wird eh nix. Ich muss mit denen kämpfen. Ah, komm! Ja! Kritischer Erfolg. Das ist die einzige Chance, an diesen Typen vorbeizukommen. Und ich hab's geschafft. Das hat der Ede sicherlich nicht. Groß. Ist der Ede eigentlich schon weiter? Wahrscheinlich, ne? Let's have a peek inside. Sword-carrying scribes. What was so subversive about their words that they commanded protection? I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. That's Jurgle, scribe of the dead. I didn't think anyone still worshipped him. Das ist halt cool, ne? Das sind diese typischen Elemente aus Pen and Papers, die man ja eigentlich dann durch den Spielmeister erfährt, nämlich dass wir hier jetzt, weil die auf Religion gewürfelt haben, das hier erkennen, was das bedeutet. Ansonsten wäre das einfach nur ein Skelett mit einem mit einer Feder. Finde ich sehr cool. Also man, vor allen Dingen, weil man auch zwischendurch dann dieses Würfeln hört. Und das übernimmt quasi die ganzen Entscheidungen. Aber behält dieses Regelwerk bei. Das ist gut gemacht. Hells. Something just woke up down here. Vielleicht Let them come. Zurück und the sie dann hier, ne? Nee, es ist Quatsch. Wir lassen sie, genau, wir lassen sie wirklich einfach kommen. Das halte ich auch für richtig. Okay, Vorbereitung. Schon mal Vorbereitung. Was ist denn hier? Vorbereitung hervor. Rufung, Zaubertrick, Schleudere, Waffenaktion. Ich habe leider nichts zum Vorbereiten. Let's have a little fun. Victory is assured. Ich versuch's mal. Vielleicht kann ich alle unsichtbar machen. Hey, danke, Bug-Victim, für dein Abo-Mayhem. Weiß ich sehr zu schätzen. Spiel ist sehr, sehr gut bisher. Macht mir voll Bock. Ist natürlich ein ruhiges, sehr dialoglastiges Spiel, wo man auch gerne mal stirbt. Was aber, finde ich, das
Erlebnis Pen and Paper oder das Erlebnis Extrem-Rollenspiel, finde ich sehr, sehr gut auch darstellt, finde ich schon. Untote vertreiben, oder? Das müsste doch klappen. Gelungen. Okay, der hat jetzt Angst. Hey, vielleicht sollte ich doch hier aus dem Fokus der Fernkämpfer raus. Puh. Kann man nicht viel machen, ey. Kälte. Man fragt sich schon, was bei denen hilft, ne? Fehlschlag! Okay, Feuer schon mal nicht. Scheiße. Jetzt habe ich noch reagiert, aber das hat auch nicht geklappt. Also ich habe einfach extremes Würfelpech. Ich freue mich, was anderes zu sehen als Souls. Ey, ich habe die letzten Monate nichts mehr gespielt, was mit Souls in Verbindung stand. Außer Wolong. Und das habe ich beendet. Aber ich stimme dir auch zu. Aber das ist halt das Genre, ne? Das läuft überhaupt nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Hä? Wieso liegst du denn jetzt? Warum hast du dich denn jetzt einfach hingelegt? I speak, they burn. My iron is hot. Einer alleine macht so viel aus, ey. Scheiße. Ah, das war so ein schlechter Anfang schon wieder von mir. Eieieiei. Ich mache hier irgendwas auch grundlegend gerade falsch. Na endlich. Jetzt gehen wir, jetzt hauen wir ab. Das ist auch ein sehr gutes Icon. Mit dem Kopf und dem großen Hammer. Bud Spencer. Das wäre ein gutes Logo für Bud Spencer geworden. Wie sie einen das wirklich hart erkämpfen lassen, die ganze Scheiße. Das Vermummtsein hat, finde ich, nichts gebracht. Können wir ruhig ehrlich sein. Blockieren auch noch alle den Eingang. Oi. Mann! Ich will doch die... Warum kann ich den jetzt denn nicht... Warum kann ich nicht mit dem kämpfen? Ach so, weil die falsche Reihenfolge haben. Mann! Alles hier ist so kompliziert, dass es... eine Weile dauert, bis man sich an diese ganzen Regeln gewöhnt hat. Alles, was ich will... ist doch einfach nur hier durch. Weil der eine in der scheiß Tür steht. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Jetzt ist sie. Er kann auch nichts machen jetzt.
So, du, mein Freund. Du bist der hier, Astarion. Endlich haben wir den. Oh Mann, ey. Irgendwo heilen? Ja, hier. Ölige Überfläche. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Kann ich die dann dahin werfen? Geil. Okay, das machen wir aber ein andermal. Na, er muss aber eigentlich sie retten, ne? Nee. Nein, nein. Du musst hier. Helfen, genau. Okay. Knifflig. Okay. Klappt doch. Jetzt kommen sie hoch und kriegen auf die Schnauze. Mann, jetzt eine Granate. Oh, ein zu viel genommen. Scheiße, das war ein Fehler. Was ist das hier? Brennende Hände. Okay, ja, einmalige Verwendung. Kann man sich überleben, wiederbeleben. Ja, fürs nächste Mal. Vielleicht, wenn ich jetzt so hier hingehe, kann ich vielleicht den Shit hier benutzen? Nee, geht nicht. Blitz! Okay. Jetzt habe ich den scheinbar irgendwie gebunden. Mehr kann ich aber auch nicht machen. Verbinde dich, bewirke 1 bis 12 Blitzschaden, indem du ihn aktivierst. Kann ich quasi noch mehr? Nee, einmal reicht, ne? Ah, nicht genug. Bewegungspunkte ist einfach nur immer wieder blitzen. Gut! Goodie, 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 goodie! Ja, komm, bleiben wir mal hier. 10 Züge? Okay. 10 Züge lang Kampfrausch. Okay, ich sollte vielleicht jetzt gleich mal ein bisschen Energie nehmen, ja. Also das mit dem Öl wäre jetzt auch nicht unbedingt schlecht, ne? Das hier so, aber ich habe Angst. Hab schon Angst, dass ich gleich da selbst ausrutsche. Ah, ich habe nicht genug, okay. Schade. Also ein Problem, was man hier sieht, ist, wie sich alle gegenseitig behindern. Also man kann jetzt nicht... Oh, Schlüssel. Man kann jetzt nicht hier endlos durch die Leute glitschen. Man muss schon, man blockiert sich wie in Hero Quest auch den Weg sonst. Aber ich finde, es funktioniert gerade ganz gut. Ich bin der, wer bin ich denn? Der Magier? Nee, du hast volle Energie. Du Monster brauch mal hier ein bisschen Heili. Schattenherz auch. Okay, also scheinbar geht das ja doch. Außerhalb der Reihe, ihnen Aufgaben zu geben. Nee, ich brauche eine andere. Da, den Bogen brauche ich, genau. Da bricht er schon zusammen.
Hast du nicht noch irgendwas zum Schießen? Sometimes the only way out is through. Nein! Egal. Tja, aber jetzt nehme ich ihnen alles ab. Haben wir doch schön geschafft. Haben wir schön geschafft. Da kann man gleich mal, darauf speichern wir gleich mal. So, wir waren jetzt hier, 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 haben alles gemacht. Okay, wir haben den Schlüssel, also müssen wir jetzt irgendwas aufschließen. Na, also die goldene Truhe holen wir uns schon noch. Silberkette. Ah, wir müssen hier wahrscheinlich den Sarkophag öffnen. A lot of effort. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Ich bin leicht verstört. I am not the same as those thou hast slain, if that is what thou askest. Wilt thou answer my question? Frag doch nur. So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? Null. Kein Leben ist mehr wert als ein anderes. Das hängt von den Taten einer Person ab. Leben ist nur als Währung zu gebrauchen. Jedes Leben ist unendlich wertvoll und verdient jegliches Opfer. Hier lediglich mein Leben ist von Bedeutung, hängt vom Sterblichen ab. Ich nehme mal das. And thus balance is achieved. If all are at war, none can win. Very well. I I'm satisfied. Das war so deep, ey. Mach doch einen Insta-Kanal. Da können Sie mindestens einen Teil mit diesem Text volllabern. Okay, haben wir. Kurz nochmal lesen. Well struck. Ich weiß halt nicht, wo. Hä, was ist denn mit Schattenherz? Warum ist sie denn plötzlich? Warum seid ihr denn plötzlich hier so müde geworden einfach? Na gut, egal, mir soll's. Who managed to get stuck in his own portal. Oh, darling, I'm hurt. Well. Okay, die mögen sich, glaube ich, nicht. Er und der Magier. Ah, da kommen Gegner. Ach, der kommt jetzt mit? Der Verdorrte. Dann laufen wir dem Verdorrten doch mal hinterher. Alter, ist der jetzt echt abgehauen? Er ist jetzt abgehauen, weil wir mit dem Magier zusammen. Hier, Astarion, du Arschloch.
Der ist jetzt echt nicht mehr unser Teil unserer Clique, ne? Nach all den Kämpfen. We have nothing more to discuss. Ach, warte bitte im Lager, okay. Continue on my way. I must attend this place after so many years away. We will see each other again. The mechanics of fate would be difficult to explain. Regardless, it will happen. Ja gut, dann halt nicht, ne? Was genau ist, warum fallen die alle um? Ja, ich weiß. Irgendwas hier ist komisch. Ah, ihr kriegt hier so Schimmelbeine. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal... Eine gute Frage eigentlich. Wo gehen wir denn jetzt lang? Hier geht doch nicht auf, oder? Haben wir nicht die Tür, den Schlüssel? Also einen Schlüssel haben wir, aber nicht den richtigen wahrscheinlich. Nee. Finde ein Heilmittel ist immer noch die Aufgabe. Okay, einen Heiler finden. Der andere hatte den Schlüssel dabei. Halte ich für realistisch. Der, mit dem ich gesagt habe, er soll im Lager warten? Scheiße. Wits and blades, always sharp. Aber hat denn keiner hier ein Item? Gegenstand? Hat denn keiner hier einen Schlüssel gefunden? Never mind. Scheiße. It shall be done. Scheiße. Hier komme ich ins Lager zurück. Mr. Lager, Lager. Oh, girl. Keine Ahnung, Leute. Da ist vielleicht Kram, genau. Nee, der schon mal nicht. Wo ist der nächste? Wie wechsle ich das durch? Gewicht. Drehen. Okay, vielleicht hier. Mysteriöses Artefakt, ne? Der ganze andere Kram. Waffen, Waffen, Waffen. Da! Schlüsselbund. Also, daran liegt es dann schon mal nicht. Das ist doch gut zu wissen. Ist eigentlich hier eine von den Waffen besser? 4-9, 4-9, 4-9. Was hab ich denn? Die Axt? Nee. Da habe ich doch lieber die. Hier war... Was war hier eigentlich? Ach, da geht's nicht weiter, ne? Abgrund. Don't waste a step. Nee, da geht's nicht. Ist da vielleicht noch was zum Aufmachen? Ah, ein kleiner Sarkophag, eine Truhe. Eine Seelenmünze, okay, auch sehr interessant. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie man hier sich nachts durch so ein Gewölbe schlägt und sich immer weiter und immer tiefer durchkämpft. Ach, wir hatten ja alles, okay. Ja, der Verdorrte, der braucht Hilfe, oder? Ja, aber du verdorst hier langsam. Du gammelst hier in dem Schimmel immer durch. Guckt euch das mal an, dieses Gift ist original einfach immer noch hier. Das geht gar nicht mehr weg. Das ist doch nicht cool. Komm weg. Alter. Das ist doch ein Bug, oder? Soll das so sein? Dass man im eigenen Fett ständig ausrutscht? Warum? Okay, der geht halt hier lang. Nee, ist der falsche Weg, ne? Alter, ich rutsche original wie in einem schlechten Comedy.
Programm rutsche ich die ganze Zeit auf meinem eigenen Shit aus. Okay, dann gehen wir halt, hauen wir halt ab. Es scheint nicht zu funktionieren, so wie ich es gerne hätte. Hier geht's nicht weiter? Okay, schade. Dann die Treppe hoch. Leider hoch. Tja, und jetzt sind wir hier und haben nicht wirklich was erreicht, ne? Was ist das? Nee, warte mal, was ist das? Moment. Gedanken wahrnehmen. Das ist eine coole Idee. Das ist eine coole Idee, dass man das machen kann. Naja. Vielleicht muss ich doch hier hoch und kämpfen mit denen. Wir haben auf jeden Fall schon das Geheimnis gefunden, ne? So, jetzt hoffe ich mal, dass ich gut reden kann. Got ourselves competition already. Schiff ist voller Monster. That's our ship. Ich könnte sogar noch einen Bonus hinzufügen, will ich aber nicht. Reicht auch so. Reicht nicht! Ich hätte einen Bonus hinzufügen sollen. Mann, 10! You're all hot. What are you lot waiting? Das hätte so gut funktionieren können, wenn ich es gemacht hätte, richtig. Okay, wie komme ich jetzt hier weg? Ey. Zurück. Ja, immerhin sind sie alle vergiftet. Sie darf wahrscheinlich jetzt nicht laufen, ne? Doch, sie kann laufen, okay. Sollte ich die Schriftrolle vielleicht auf den Boden legen, damit sie gleich jemand anders haben kann? Na gut, egal. Kann ich jetzt auch nichts ändern. Habe ich irgendwas, was noch hilft? Nee. Well, so much for peace. Gone with the weave. Ja. Reicht nicht? Oh, scheiße. Ist nicht genug. Nee, auch nicht. Okay, das ist es nicht. Hat halt gar nichts gebracht. Ganz schlecht. Das wird nix. Ah, die muss aus der Sichtweite... Ja, okay, man läuft sie jetzt ein bisschen. Die muss aus dem Sichtradius raus. Jetzt muss ich sie alle umhauen. Scheiße. Gerade jetzt schläft er. Nee, erstmal sie, ne? Kann sie wenigstens mal... Nee, sie kann original nix, Alter. Trink doch mal so ein Ding. Hast du nicht, ne? Könnte halt nur weglaufen. Hoffentlich reicht's. Oder... Nein, natürlich nicht. Sie kriegt noch einen ab. Alter. So, kannst du die jetzt bitte wiederbeleben? Und sie hat jetzt immer noch keine Energie, ne? What should I do?
heading there. May the dice roll in my favor. Das ist alles so schlecht gerade. Wieso denn von da? Feuerpfeil, habe ich gesagt. Feuerpfeil! Ah, ganz schön schwer, Baldur's Gate, wenn ich mal ehrlich bin. Das alles nur wegen einer 10. Ja, ne? Genau, dieser Scheiß ist nämlich nur passiert, weil ich den Bonus beim Würfeln nicht benutzt habe. Aber man will ihn sich ja aufheben. Man dialogisiert hier ja so viel. So, überzeugen. Charisma und Bonus. Jetzt hätte ich es mir halt sparen können, ne? Well, in that case, come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese! Now move it! Lucky those bandits valued their own hides over their loot. Worth a rummage? Gut. Need to keep going. Never a dull moment. Die können irgendwie nicht richtig pennen, oder? Die machen nur so, legen sich nur einmal rein. Mehr Zeit hast du als Abenteurer von Welt nicht. Geil. Haben ihnen sogar ihren Knoblauch geklaut. So, dann gehen wir jetzt mal runter. Da habe ich den Schlüssel für. Hoffentlich. Auftreten. Ja, ich bin's. Ein Gimmelblock hat eine Falle ausgelöst. Wir brauchen Hilfe. Gimmelblock ist gefroren. Eure Freunde haben euch zurückgelassen. Aber auftreten ist besser, ne? Nee, ich erzähl lieber was. Yeah, I've always been a bit soft, but I've got plenty of friends who ain't soft. Come in here and you can meet them. A lock? How tempting. Oh, jetzt krieg ich Hunger. So ein geiles, dickes Stück Käse, Alter. Mm. No more prayers. Only dust and silence. You're not versed in magic, are you? Not
ancient, indecipherable text covers the plaque. A dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Also es sind halt wirklich komplette Bücher. So kennt ihr das ja auch schon aus anderen Spielen. Allen voran, glaube ich, Skyrim hat es, glaube ich, zum ersten Mal gemacht, dass da richtige Bücher drin waren. Zum Teil helfen die mir, glaube ich, meine Werte aufzuleveln. Zum Teil sind die halt wirklich einfach nur Unterhaltung. Ich aber speichere jetzt hier aus Sicherheitsgründen erst nochmal. Soll ja keine Red Wedding werden. Ey. Warum geht's denn schon wieder los? Hat erst angefangen. Heading there. Some healing for a wizard in need. Almut. Die sind aber auch scheiße, Alter. Diese Typen, ey. Warum sind die so stark und warum gehen die mir so auf die Nüsse? Kommst nirgendwo hin. Kannst nichts machen. Breathe deep and move. Und sie hat halt keine Heilung. Na gut, das kann sie immerhin. Ah, wie wenig, ey. Ich meine, was soll ich denn jetzt machen gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gegner? Ich muss mich... Ach, okay, ich muss hier... Ja, ja, okay, komm. Das ist alles ein bisschen tricky, finde ich, wenn man so Learning by Dying hat und eigentlich gar nicht weiß, was man da machen soll. Aber klar, man, es ist wahrscheinlich so gedacht, immer wieder zu sterben und neu zu versuchen, den Kampf zu gewinnen und vielleicht auch gerne mal vorher was zu machen, wie jetzt dieses Ölfass anballern. Ich denke schon, dass es darum geht. Aber also im normalen Kampf sind die mir halt einfach viel zu stark. Habe ich noch einen anderen? Da zum Beispiel. Ich glaube, ich muss mich... Ich würde mich jetzt unsichtbar machen mit einem von denen. Und dann auf die Tonne schießen, während die da stehen. Das wäre jetzt mein Plan. Okay, sie, wer von euch hat den Bogen? Schattenherz hat den Bogen, ne? Aber du hast auch so ein Feuerding. Nee, komm, wir nehmen dich. Aber vorher müssen wir dich unsichtbar machen. No such thing as coincidences when there's loot to be had. Ja, er muss natürlich hier hintreffen, ne? Okay, nee, das hat nicht geklappt. Wobei, man kann es ja mal versuchen.
hat überhaupt nichts gebracht. Okay, nee, so nicht. Na, immerhin haben die jetzt nicht getroffen. Bisher. Schwierig, weil ich weiß natürlich jetzt gerade nicht, wie ich den am besten zum ihm helfe. Zaubereffekte und Zustände. Nee, es ist einfach. Was? Er hat sich sogar noch retten können. Ey, da kannst du doch nur noch kotzen. Scheiße. Nichts hat was gebracht. Spalten. Finde ich sehr schön, dass das ja auch gibt. Jetzt muss ich jeden. Muss ich Schaden erleiden oder Schaden austeilen. Sonst hört das auf. Ich weiß nicht, ob die Runde jetzt zählt. Aber Schaden erleiden sollte kein Problem sein. Aber warum sind denn dieselben Hoshis, die ich gerade eben gekillt habe, warum sind die denn wieder hier oder sind es andere? Ich habe die nicht gekillt, meine ich. Ich habe die doch belabert. Also warum muss ich nochmal oder sind es jetzt wirklich andere? Wer weiß das schon? Oh, jetzt kann er wieder nicht hauen. Ach, heilige Flamme ist quasi nicht gut, ne? Hält ein Ziel in flammenartiges Geißen, ein gleißend Hervorrufungs... Okay, ist irgendwas Falsches. Ja, das brauchen wir so gar nicht weiterspielen, das wird nichts. So ein bisschen bin ich jetzt, offen gesagt, verwirrt, wie wir jetzt hier weiterkommen. Weil irgendwie sind die ja, sind andere, okay, das sind schon mal gut zu wissen, dass das nicht dieselben sind wie vorhin, das würde mich irgendwie irritieren, das sind andere, die sehen direkt, sobald ich reinkomme, dass ich da bin. Gut, ich habe mich auch angekündigt, was kann man denn mit denen machen? Muss ich überhaupt mit denen kämpfen? Kann ich nicht einfach rein, meinen Kram abholen und dann abhauen? Nee, ich muss da rein wahrscheinlich, ich muss hier durch, ne? Muss ich hier durch? Sag das mal bitte. Kann ich nicht auch irgendwie... Ich will doch nur einen anderen Weg finden. Keep looking. Something's up. This place is falling apart. Could have happened by itself. No such thing as coincidences. There's loot to be had. Worth grabbing. Thank you.
see. Ich hoffe halt, dass sie sich nochmal weiter bewegen und ich vielleicht das jetzt gar nicht kämpfen muss. Kein Wunder, dass das Spiel so lange dauert, ne? Wenn man so leicht hier sich in eine Sackgasse kämpft. Jetzt habe ich einen leider weitergegeben, das war ein Fehler, einen zurück zu schicken. Das habe ich gar nicht so richtig gecheckt. Jetzt habe ich einen Kämpfer weniger. Also nur Probleme gerade. Vielleicht laufen die ja doch nochmal hier dann lang und dann kann ich die... Denke ich, müssen wir hin. Ich komme da einfach nicht durch. Ich komme einfach nicht durch. Also die Wiederbelebungsschriftrolle ist cool, die bringt uns hier aber leider gar nichts. Nein! Ich Idiot, ey. Du kannst... ich weiß nicht, wie ich ins Lager komme, um ehrlich zu sein. Du kannst ins Lager und den holen, wenn du auf lange Rast gehst. Okay. Something's rotten about this. Well, it's a crypt, ain't it? Rot's to be expected. Shut it! This is no time for joking around. Take your... You're not versed in magic, are you? My faith will guide me. Weiß nicht, ob das was bringt, ne? See anything? Nein. Nein. What's on your mind? Ich will eigentlich heilen. Aber niemand hat was zum Heilen dabei. Oder noch, doch, du hast aber nur für dich selbst. Ich will aber, dass du sie heilst. Bringt das eigentlich was? Keine Ahnung. Scheinbar nicht. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich rechts unten das Lagerfeuer. Echt? Hier ist ein Lagerfeuer? Okay, das kenne ich wie gesagt noch gar nicht, diese Regelung. Also wenn ich hier ans Feuer gehe oder was? Nö, das hat nicht geklappt. Der hat Lagerfeuer nur ausgemacht. Moving ahead. Hier, Lager- und Rastmenü. Zum Lager. Okay, das ist ja krass. Okay, okay, cool. Danke für den Tipp. Das ist natürlich das, was ich unbedingt brauche, ne? Erholung, Ressourcen zurück und dann alle wieder dabei. Hm. Ne, warte mal. Du warst eben, ne? Astarion. Hello. What can I do for you? Okay, so der ist wieder drin. Und wir sind wieder eine Vierergruppe. Und Tag beenden, ja. Oh, kurz mal die Rast und dann versuchen wir es nochmal mit dem. Mit dem einen Versuch hier. Go to hell. Nothing. Nothing. I'm just poorly making a point. Go to hell. An everyday expression. So trivial, it's almost meaningless. But we've seen hell. It's real. And it isn't trivial. Merely contemplating. Devils. Dragons. Mind flayers. They used to be abstracts. Pictures on a piece of paper. What a difference a day makes.
Now we have tadpoles slithering through our heads like carnivorous foeti. That's not abstract. Point well made. I see. I'll wake you bright and early. We'll need to find a healer before the wee one gets hungry. Okay, gut. Jetzt will ich aber wieder zurück. Wie kommen wir denn jetzt wieder? Erstmal schlafen. Wer hat den Gesprächsbedarf? Du. Ernsthaft? Schattenherz? What were you two talking about? Geht dich ganz an. I see. I'd be careful with Gale. Ja, ich wäre vorsichtig mit den Klamotten. Du holst hier noch eine Beckenbodenentzündung. I was... You seem reliable. I think you know... We... Okay, geil. Fisch. Oh, zu viel. Ich will nicht zu viel ausgeben. Das ist gemütlich. Die Party ist am Pennen. Schön! Fühlt sich ein bisschen an, wirklich wie in einem Pen and Paper, so das ganze Ding irgendwie. Okay, wir sind alle zusammen und jetzt wollen wir aber bitte nochmal zurück zur Action. Lager verlassen. Und ich hoffe, dass wir dann hier wieder sind. Das ist okay. Dass das geht, ist natürlich super, ne? Habe ich so nicht mit gerechnet. Ist jetzt aber auch mein erstes Baldur's Gate. Finde ich aber ganz cool. Da haben sie es ja dann doch irgendwie gut gemacht, finde ich. Dass man halt nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt nochmal rauslaufen, irgendwo hinlaufen. Sondern man kann es ja mittendrin machen. Sehr schön. Okay, so. Die sind natürlich alle noch hier. Ich wäre eigentlich gerne um die Ecke. Um ehrlich zu sein, würde ich am liebsten um die Ecke. Damit die mich nicht kriegen. A better position. Scheiße. Doch so. Habe ich gerade meine eigenen Leute verschont. Gerade so. Das könnte klappen. Könnte man machen. Ich versuche trotzdem nochmal hier. Okay, interessant. Ich würde eigentlich gerne verstecken, aber das geht wohl jetzt auch nicht mehr. Okay, was steht da eigentlich? Aktion. Okay, kann ich nicht mehr machen. Verstecken, Klassenaktion. Wenn du angreifst oder Zauber wirkst, okay, das geht nicht. Scheiße. Du Vollidiot. Habt ihr gesehen, was gerade passiert ist? Er hat das ganze Ding in die Luft gejagt. Und uns gleich mit. Der Volldepp. Jetzt bin ich sauer. Oh, komm, ey! Du willst das aber auch nicht, oder? Du willst das auch nicht.
Das erinnert mich an so viele Hero-Quest-Momente über Kämpfe an Türen, wo ich fast nie selbst auswählen durfte, was ich mache. Das musste immer anders entschieden werden. Stirb doch mal endlich. Schnell aus dem Feuer raus. Ich probier's mal. Das war gut. Aber das müsste er natürlich abhauen, ne? Geil, es hat geklappt! Aber jetzt die brennenden Hände wären einfach fantastisch. Oh, das hat nichts gebracht! Kann der Typ auch mal irgendwann ausrutschen oder brennen? Na gut, okay, er brennt immerhin. Gut. Scheiße, er kann nicht, ey. Nee, ich lass den mal. Das ist eine Reaktion, die lasse ich mal an. Damit die vielleicht gleich noch funktioniert. Habe ich denn überhaupt irgendwas? Ah, okay. Du hast den noch, ja. Haben wir noch irgendwas Sinnvolles? Nee, ne? Nix mehr habe ich. Was für ein läppischer Barbar, ey. Guck dich mal an! 1 von 25 hat er noch übrig! Das reicht nicht, oder? Oder doch? Ich versuch's mal. Cool! Hat geklappt? Hat geklappt! Hinterhältiger Angriff hat nicht funktioniert. Warum ist er dann hinterhältig? Aber er kann noch sich umdrehen, mit der Flamme und dem Messer hauen. Ihr könnt mich aber auch mal fett am Arsch lecken, Leute. Ein einziger Beschiss hier. Mistra.
Ich dachte nicht, dass ich hier brenne, um ehrlich zu sein. Ich dachte, hier kann ich vielleicht ein bisschen Energie kriegen. Weg von dem Feuer. Das ist erstmal das Wichtigste. So, ich muss hier noch irgendwie heilen können. Das muss doch möglich sein. Vielleicht Donner, nee, alles Feuer, Feuer, Erholung, Magier, Rüstung, ja. Immerhin. Jetzt brennt die. Also das Feuer und Öl finde ich hier richtig nervig. Super nervig. Muss ich ehrlich sagen, finde ich nicht geil. Mehr. Ich dachte, ich hätte genug Essen geklaut. Warum kann ich das Essen nicht essen? Ach, das ist für die Rast nur. Okay, ja gut. Okay. Puh. Der Magier ist wirklich ständig am Sterben, ne? Die Magierin, Entschuldigung. Ne, der Magier, stimmt, ist ein Magier. Okay, was kann man denn hier jetzt noch machen? Viel gibt's einfach gerade nicht. So, Kampfrausch beendet. Da aber jetzt hingehen wäre falsch. Ich könnte halt versuchen, hier noch mehr in die Ecke quasi. Ich habe auf jeden Fall Bock, dass einer überlebt, der wichtig wird noch. Okay, du wartest auch mal hier. Energie wäre halt so geil, ne? Wenn du diese Dinger wie Öl und Feuerschlau nutzt, sind sie nicht mehr nervig. Naja, das Problem ist ja, ich habe es ja hier eigentlich, glaube ich, nicht dumm genutzt. Der Idiot hat halt dann in direkt dem nächsten Move alles in Feuer und Brand gesetzt. Das war ja einfach eine Sache, mit der ich nicht rechnen konnte, dass der so selbstmörderisch unterwegs ist. Natürlich. So ein Crap. Okay, aber immerhin kann ich... Tja. What fools these mortals be. Und warum hat der denn jetzt gar keine Energie mehr? Also der muss doch irgendwas haben, was ich als Magie benutzen kann. Wie kann ich die Magie denn wieder aufladen? Liegt das an seiner Energie oder ich verstehe es nicht. Was genau hier der Fehler ist. Sieht einfach nicht gut aus. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll.
Geil, das war mal gut. Ja klar, weil ich halt auch weggehe, ne? Das so gerne machen. Brauche ich zwei Züge für. Geh doch einfach hier hin. Outflank, outsmart. Ich meine, vor allen Dingen, die werden hier wiederbelebt und die sind doch direkt im nächsten. In der nächsten Runde wieder tot. Das ist doch irgendwie. Komisch. Cut into the chase. Natürlich ein Fehlschlag! Kann ich wieder nichts machen. Kann auch wieder nichts machen. Natürlich. Ja, Ausrufezeichen, Best of für die Geschichte mit dem Feuer eben. Vielleicht kann das mal einer schnell machen. Das war eine schöne Best of Nummer, finde ich. Ach, endlich geschafft. Endlich geschafft. Ich glaub's ja nicht. Nur, dass jetzt der eine Charakter einfach immer wieder stirbt. Das ist so lächerlich, dass der sogar noch gerade gestorben ist. Ohne Scheiß. Der liegt doch nur hier. Wie, was ist denn hier blockiert? If you desire a conversation, please do find someone else. Oh, der muss ja auch noch, ne? Astarion. So. Das war aber wirklich jetzt ganz schön spannend, aber hat mich auch ein bisschen an die Grenzen gebracht. Also, diese Arschgeigen hier, ernsthaft. Denn nichts getan, nur eine Tür kaputt gemacht. Simon, seit es Baldur's Gate gibt, wünscht man sich als Mitspieler immer, dass er den Gegner spielen könnte, weil diese immer treffen immer mehr sind, viel mehr Schaden anrichten und sehr, sehr gut parieren. Das muss ich sagen, habe ich hier aber durchaus auch gemerkt gerade. Aber es hat ihm nicht gereicht. Sie können sehr gut krepieren, das habe ich definitiv gemerkt.
Ey, der eine hat sich halt original, hätte der eine nicht seine, ich hätte das Öl, wäre so gut gewesen, hätte der eine nicht diesen Scheiß gemacht mit seiner Feuerkiste da. Das hat alles durcheinander gebracht. Okay. Puh. So, sobald wir hier durch sind mit dem Ding, höre ich dann erstmal auf. Aber das war eine schöne Nummer. Baldur's Gate, ein tolles Spiel, muss ich sagen. Habe ich wenig erwartet, weil ich es nicht kenne. Und bin überrascht, wie gut es mir gefällt. Wahrscheinlich war es mir damals zu lang und zu ausgiebig und man hat zu viel gespielt und es war zu wenig Sprachausgabe und so. Sowas hat mir früher immer ein bisschen wenig Spaß gemacht, wenn es so viel Text war. Obwohl ich ja gerne lese, aber ich wollte dann immer Sprachausgabe oder irgendwie das Gefühl, einen Film zu gucken, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Ich nehme an, dass hinter der nächsten Tür irgendwas Wichtiges kommt. Ja, warte mal, aber dann muss es ja hier irgendwas geben. Aha, man kann sogar die Tür sich angucken. Aber sie haben doch gesagt, no lock, no handle. Und hier ist doch was. Okay, hier sieht man, gegen was die Tür scheinbar... Die Tür hat trainiert. Die Tür war auf der Resistenzen-Uni. Professor der Verschlüsselung. Und deswegen kommen wir da nicht durch. Aber der Kumpel, der hat nie studiert, der hat immer nur gekifft. Der ist weiter offen. Tja, Pech gehabt. Tür. Lohnt es sich denn, die ganzen Sachen auch zu nehmen? Oder sollte ich einfach mir das gar nicht angucken? Weil Auto nehmen machen sie ja nicht, aber so ein paar Bücher sind manchmal schon ganz interessant, ne? Da, das nimmt er direkt mit, weil man es nämlich echt brauchen kann. Okay, gut, eingesackt. Vorne noch ein wichtiges Buch. Aus dem Jahre 1. Fanastopp bedeckt die Seiten dieses verwitterten Buchs. Unter dem knochenweißen Pulver sind hunderte Todesanzeigen in kleiner Schrift verfasst. Fäulnis, Fieber, ertrunken. Okay. Offensichtlich alles Selbstmorde. Ich wette, das macht der Ede auch immer. Sich alle Bücher angucken. Ich glaube, viel mehr ist nicht, ne? War eine gute Plünderung. Oh. Okay, bevor ich diesen Hebel ziehe, sollte ich eventuell einmal rasten. Und mich auch heilen und alles. Wir sind alle irgendwie mit einem HP nur noch. Aber warum heilen die sich dann nicht jetzt? Morphosis. What does it make you think of? Spot on. Day one, fever and memory loss. Day two, hallucinations and graying skin. Day three, hair loss and blood leaking from all orifices. Need to go on? My point is this. Our orifices remain blissfully unblooded, our heads remain clear, and our blood temperature normal. Any expert will agree, this is abnormal.
I'll toast to that. The pragmatic in me, however, sees only the silence before the storm. Something to sleep on. We should get some rest. Absolut. Machen wir jetzt auch. Komm, mach Auto auswählen. Ach. Oh, 666 Viewer. Passt natürlich perfekt, sobald es geht. Wir haben uns hochgearbeitet. Zur Zahl des Teufels. So, und jetzt verlassen wir das Lager wieder und gehen weiter in den Kampf. Nee, der Hebel war ja hier, ne? Der war ja hier, genau. So, was auch immer hinter dem Hebel kommt, wir werden es uns noch angucken. Oh, ich habe es nicht gesehen, weil ich gespeichert habe. Was ist denn jetzt passiert? Irgendwo ist was aufgegangen oder was? Na, vielleicht hier. Geht die Tür vielleicht jetzt auf? Ja, sie ist aufgegangen. Obwohl wir sie auch so aufgekriegt hätten, glaube ich. Man hätte sie auch kaputt hauen können. Ich bin schließlich Barbar. Hier könnte jetzt auch wieder jemand was lesen, obwohl ist wahrscheinlich dieselbe Figur wie vorhin. Oh Mann! Oh, ich dachte, jetzt kommt wieder so ein kleines Zwischensequenzding. This place wasn't built for the living. Als ob das klappen wird. Na gut, wir versuchen es mal. Ich brauch die 20! Ja! Hail Satan! Oh! Das war ja völlig unnötig. Wie dumm. Ah ja, der Einfang. Jetzt habe ich wahrscheinlich, kann ich jetzt hier meine geilen Sachen nicht mehr benutzen. Scheiße. Den einen Ring. Nee, ich meinte nur einen Ring. Okay, bevor ich die schwere Tür aufmache, ist das vielleicht die richtige Tür? Nee. Jetzt kann ich nur noch angreifen. Die Tür hat sich kurz überlegt und hat dann gedacht, wisst ihr was? Ich finde euch doch in Ordnung. Entlüftung, keine Fallenentschärfer. Ich habe also keine... Oh shit, habe ich jetzt irgendeine Falle, Fallenentschärfer? Kann ich das entschärfen? Hat keiner von uns einen Fallenentschärfer? Hast du einen Fallenentschärfer? Auch nicht. Hast du einen Fallenentschärfer? Auch nicht. Hast du vielleicht einen Fallen... Du siehst aus wie ein... Kannst du mir einen Gefallen tun? Nee, auch keinen Fallenentschärfer. Scheiße. Let's move. Traps, please. Watch how you go. It's a trap. Okay, sie scheinen das aber schon zu merken, wenn irgendwo eine Falle ist. Wahrnehmung erfolgreich vor. Okay, ich verstehe, so läuft es. Scheiße. Tja, mal gucken, könnte alles sein, ne? Na gut, aber er hat es ja gefunden. Das ist ja eigentlich ganz geil. Your
Okay, ich würde sagen, hier können wir an der Stelle kurz mal aufhören. Ich werde das nochmal spielen und dann gerne mit Edo und Nils. Das war hier das spektakuläre Ende. So, das sind die Indiana Jones Abenteuer, von denen wir nichts erfahren. Wo Indiana Jones mit schlimmen Narben besät und überall Pfeile im Rücken aus dem Tempel herauskommt und nichts dabei hat. Okay, das war auf jeden Fall lustig. Da hätte ich wahrscheinlich in Runden, der Rundenzeit bleiben müssen und vor allen Dingen eben immer die Trigger nicht drücken. Aber das hat einfach nicht hingehauen. Aber das war sehr interessant. Baldur's Gate 3, ein Spiel, das mir sehr gefällt, auch wenn ich es gar nicht kannte. Die Lore ist das doch eine fette, geile Geschichte. Allein dieser ganze Anfang ist so spektakulär und allein hier von dieser Insel runterkommen, das ist auch schon schwer. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr jetzt dem Ede dabei zuguckt, wie er dasselbe versucht. Der ist doch immer noch da, oder? Ede live spielt Baldur's Gate. Der ist schon ein bisschen weiter. Der hat viel bessere Drops als ich. Deswegen raidet ihn doch mal. Und dann wird er sich freuen, dass es jetzt bei ihm einfach noch mal mehr Leute sind. Ihr könnt weiter Baldur's Gate 3 spielen. Und ich weiß auch, dass Ede das sehr, sehr gut gefallen. Also er hat sich sehr auf das Spiel gefreut. Es hat ihm von Anfang an sehr gefallen, dass das jetzt bald kommt. Deswegen seid ihr da auch bei dem Richtigen sozusagen. Andere hauen jetzt erstmal ab. Ist auch in Ordnung. Wir sehen uns gerne wieder, wenn ihr mögt. Morgen gibt es auch wieder Kram bei mir. Außerdem natürlich auf YouTube findet ihr immer Videos. Außerdem Montalk, da könnt ihr auch sehr, sehr gerne, so, schick euch gleich weg. Könnt ihr auch gerne bei Montalk Abo dalassen, da bin ich wirklich super dankbar. Gerne ein Abo bei Montalk und auf meinem YouTube-Kanal. Der Kanal geht gerade gut ab. Beide Kanäle sind super und die funktionieren auch, wenn ihr alle schön abonniert, kommentiert, liked und mich weiterempfehlt, dass da auch neue Leute drauf aufmerksam werden. Und. Okay, ich schicke euch jetzt zu Ede. Freut euch auf ihn. Gute Laune, würde ich mal sagen. Bis dann. Und wir sehen uns morgen munter, frei, frisch und mit einem Hackebeil in der Hand. Das war's. Wir haben sie weg. Und damit sind wir alleine. Wir haben heute viel gemacht, richtig viele coole Sachen haben wir gemacht, aber irgendwann muss jeder Tag mal enden und heute endet dieser Tag mit Baldur's Gate 3, auf das ich den ganzen Tag gewartet habe. Alles hat sich verschoben, aber es hat auch Bock gemacht. Ich hoffe euch auch, es war eine schöne Runde. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es doch mal rein. Wenn ihr mehr zum diesem Spiel Let's Playen wollt, dann würde ich euch raten, dass ihr euch die Videos anguckt, weil ich das mittlerweile nach Klicks mache. So alle fünfstelligen werden dann nochmal kriegen den zweiten, dritten, vierten Teil, solange das halt hält. Das ist eine relativ faire Geschichte, finde ich. Müsst ihr mal aussagen, wie es euch passt. Jetzt aber ist erstmal Schluss und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl nicht zum Sitzen da!